Hallo meine Pokéfreundinnen und Pokénenten zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Ich bin gerade hier in dem Speichermenü, denn ich wollte euch was zeigen. Und zwar, wenn ihr aufs Sichern geht, ist ja ganz normal, möchtest du das Spiel sichern. Aber wenn ihr jetzt rechts schaut, dann steht da Pokédex, obwohl wir eigentlich noch keinen haben. Den kriegen wir jetzt in dieser Folge. Und wie, das zeige ich euch auch. Außerdem habe ich jetzt schon mein Team geplant. Also, ja. Wir sind hier übrigens in Britannia City und ich habe null Ahnung, wie ich das jetzt alles moderieren soll. Deshalb sage ich einfach irgendwas, damit es nicht langweilig ist. Ich schaue mich ein bisschen um, weil das sieht ein bisschen anders aus als in den Remakes. Ich habe nur das Remake gespielt davon. Ich kenne das Original noch gar nicht. So gesehen ist es teilweise blau. Blind, nicht blau. Also blau ist es, ist das Spiel. Also der Name ist blau. Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja, definitiv. Britannia City, das immergrüne Paradies. Auch wenn es nicht grün ist. Aber das... vergessen wir erstmal. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Ja, okay. Raupi ist nicht giftig, aber Hornio. Achte auf seinen Giftstachel. Ich wollte eigentlich jetzt mehr fahren. Nein. Okay, alles klar. Das ist der beste Tipp gewesen. Bevor wir in den Markt gehen, werde ich mich noch ein bisschen umschauen. Ja. Ist das hier in die Pokéschule oder was? Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Also schreib den Test. Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle. Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Umblättern? Okay. Zweite Seite. Ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Das sollte man eigentlich bei fast jedem Pokémon machen. Feuer, Gift und andere Attacken wirken Wunder. Umblättern? Okay. Dritte Seite. Pokémon-Trainer suchen einander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. Vier Seiten hat das, Alter. Vierte Seite. Das Ziel des Pokémon-Trainers ist es, die 8 Leiter? Okay. Der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er den Top 4 in der Pokémon-Liga gegenübertreten. Hey, lass die Finger von meinen Notizen! Okay. Es ist ja momentan richtig warm. Es ist richtige Hitze. Und, ja. Schade, dass die hier kein, hitzefrei haben. Aber das ist momentan irgendwie... Heutzutage ist es ausgestorben. Schade eigentlich. Ich mag hitzefrei. Es sollte halt nicht so oft kommen, aber es sollte halt schon noch kommen. Aber irgendwie ist es ausgestorben. Wir haben gerade 2017 und es ist ausgestorben. Die Leute, die das momentan schauen, die wissen, wie warm es eigentlich ist. Man kann die Leute beneiden, bei denen es einfach hin und wieder mal regnet. Also echt, das ist Hammer. Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Steht denn da? Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Schlaf. Brennen, oder? Gift. Gefroren und Paralyse. Ja, ob ich das jetzt... Ach komm, ich zeig's einfach mal. Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht angreifen. Ein schlafendes Pokémon wacht auch nach dem Kampf nicht auf. Nutze Aufwecker, damit es aufwacht. Eine Verbrennung vermindert Kraft und Stärke. Die KP sinken... irgendwas. Verbrennungen dauern auch nach einem Kampf an. Man heilt sie mit Feuerheiler. Ein vergiftetes Pokémon verliert stetig KP. Die Wirkung des Giftes hält auch nach einem Kampf an. Gegengift heilt Vergiftungen. Ein eingefrorenes Pokémon ist bewegungsunfähig. Es behält auch nach dem Kampf diesen Zustand bei. Nur der Eisheiler kann es wieder auftauen. Ich glaube, da haben wir schon den Eisheiler. Oh, okay. Ein paralysiertes Pokémon verliert an Treffgenauigkeit. Die Paralyse hält auch nach einem Kampf an. Man behandelt sie mit Paraheiler. Oder einfach alles sofort mit einem Hyperheiler. Ja, Pokéschule, da ist nichts für mich. Boah, was ist mit dem los? Ach, das ist hier umgefallen. Oh nein, da ist ein alter Mann umgekippt. Er interessiert mich nicht. Oh, richtig assi.
Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Das glaube ich dir. Willi. Habitag. Das ist ein Habitag. Sieht aus wie eine ganz normale Taube oder so ein Vogel. Der ist ein bisschen groß, würde ich mal sagen. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken. Aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Du hast recht. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Wie, Willi? Ja, dazu sage ich nichts. Hallo? Großvater, sei nicht so gemein. Er hatte noch keinen Kaffee. Was? Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Leute, ich bin weggeschubst. Sagt er das so? Ja, okay. Okay. Im originalen Japanischen ist er, glaube ich, betrunken. Und hier ist er einfach nur umgekippt. Ja, ja, Nintendo. Ja, ja. Zensierungen und alles, ne? Was wir jetzt, glaube ich, machen müssen, ist in den Markt gehen und dann kriegen wir irgendwie eine Meldung. Richtig? Ja. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Eispaket. Ich frage mich, was da drin ist. Tut mir leid, alle Tränke sind ausverkauft. Was? Dieser Laden führt viele Was? Was? Erstens, wieso geht der so rum? Also, er schaut nach da, aber geht nach unten. Okay. Führt viele Gegengift, auch so. Habt ihr das gesehen, wie sie sich bewegt hat? Und ich kann nicht mehr reden, also geht einfach weg. Gut, also wie gesagt, ich habe mein Team schon geplant. Hypso Trainer, die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte. Ja, okay, das hatten wir schon. Das ist lol. Haben wir Pokebälle? Ich bin gerade ein bisschen confused. Nein, warte, was? Das. Dies gehört dir nicht. Müll. Dieses Item ist zu wichtig. Du kannst es nicht wegwerfen. Okay. Was haben die denn Pokebälle? Dann kann ich nämlich schon mein erstes Teammitglied fangen. Oder kriegt man das erst, wenn man Professor Eich das Dings gegeben hat? Schau mal nach, was es so verkauft. Grüße, ja, okay, der lässt mich nicht. Nö, ich grüße ihn nicht, denn du verkaufst mir nichts. Boah, schon 7 Minuten. Es geht ja voll. Hä, ist voll kurz. Tja, aber so ist halt ein Let's Play. Ich würde sagen, wir gehen die Abkürzung. Hier ist nix. Dann müssen wir einfach so laufen. Ah, nee, da können wir. Aber komm. Ach, Mist. Egal. Komm, kämpfen noch ein bisschen. Gegen ein Taubsi. Ein Pedopau-Taubsi. Tackle. Können wir ein bisschen Erfahrung absahen. Wir sind auf dem Weg nach Haustown. Ja, genau. Allerbeste heißt jetzt Haustown. Oh, immer dieses scheiß Windstoß. Unter anderem kann das sogar stark sein, Windstoß. Aber beim Meinsgröte ist er schon relativ robust. Er wird ein Pomo kommen. Und sogar nein. Oh. Applaus. Cool. Ich weiß nicht, was ich mache. Okay. Frag mich einfach nicht. Ich bin ein bisschen lustlos. Hört man vielleicht. Bin ein bisschen müde und alles. Ja, kann man halt bei der Hitze nicht schlafen, ne? Ja. Hi. Das ist immer noch da. Ja. Hallo Mike. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Sogar so talentiert, dass du den Unterschied erkennst zwischen scharfem S und SS. Denn das weiß ich als alter Mann nämlich nicht. Okay, das ist damals gewesen. Damals hat man noch so geschrieben. In den 90ern. Du hast etwas für mich? Mike übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Bestellt vor allem den. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art High-Tech-Lexikon. So.
Mike, Gary, diese beiden sind für euch. Mike erhält einen Pokédex von Professor Eich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es nur ruhig mir. Mike, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Mike. Haha. Was ein Sack. Um was zu sagen, Mike, überall in der Welt erwarten nicht Pokémon. Okay. Gut, dann haben wir unseren Pokédex. Einträge hatten wir von Anfang an schon. Kriegen wir jetzt wirklich keine Karte oder kann ich sie ein bisschen überreden? So. Hey. Ich hab ein paar Süßkram und so. Ich verstehe jetzt mit Süßkram. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Oh, ich bin nicht Gary. Ich glaube, die ist blind. Egal. Ja, wir sind Gary. Psch. Ach ja. Und wir eben heilen gehen? Ach nö. Fuck off. Schaffen's ganz easy hier durch hier. Mal schauen, ob er jetzt endlich mal seinen Kaffee bekommen hat. Und wow, es kommt kein Pokémon. Das überrascht mich ein kleines bisschen. Und? Ach Mist! Die ganze Route ohne Pokémon geschafft, aber beim letzten Grashalm kommt noch mal ein blödes Taubsi angeflogen. Das zerstören wir mit unserem Tackle, Alter. Ich glaube, ab Level 8 erlernt das Blubber. Oh lol, sorry, da habe ich meinen Speed eingemacht. Ja, das habe ich auch. Ah, Level 8. Und erlernt das Blubber? Blubber, ja, wusste ich's doch. Ja, mit Leertaste kann ich auf Speed machen. Das sieht so aus. Sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß. Aber naja. So, jetzt gehe ich erstmal im Pokémon Center heilen. Willkommen, Pokémon Center. Wir heilen und scammen deine Pokémon. So. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen wieder zur wieder. Falls jemand weiß, ob man Pokémon tauschen kann über Emulator, dann lasst es mich wissen, denn das würde mir sehr helfen. Zum Beispiel auch Kämpfe und so. Aber dann würde ich das sogar doch noch einbringen. Also ein. Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Tja, so ist das Leben. Ich glaube, hier gibt es ein Item. Ja, Mike findet Trank. Den können wir natürlich nicht zerschneiden. Oder zerstören oder abfackeln. Oder irgendwas. Ja, also. Bevor wir mit dem alten Mann reden, möchte ich hier schauen. Vertania City, Pokémon Arena. Arena? Hi. Diese Pokémon Arena ist jetzt geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arenaleiter sein mag. Okay, warte. Wenn das noch geschlossen ist, wieso ist das dann frei und steht dann niemand vor? Das ist mein Teste. Die Türen der Arena sind verschlossen. Alter, spring doch nicht gleich runter. Ist ja okay, chill. Okay, was hast du zu sagen? Ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kann es so passieren. Hast du es etwa eilig? Nee. Aha, du benutzt einen Pokédex. Wenn du ein Pokémon fängst, wird dein Pokédex automatisch aktualisiert. Was? Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Wie alt bist du? 5? Kein Problem, egal. Ich erkläre es dir trotzdem. Pass auf. Okay. Ein wildes Horn, you. Wir sind ein alter Mann. Ich mache jetzt mal nix. Ich kann das jetzt vorspulen. Zack. Kreis setzt Pokéball ein. Hab's ein bisschen vorgespult, das ist schon ein bisschen langweilig. So. Willst du ein Pokémon fangen, musst du es zuerst schwächen. Das habe ich aber nicht gemacht, denn ich bin ein Cheater. Das wissen wir. Gut, gehen wir in den Pokémon-Marken, holen wir uns Pokébälle, denn es wird Zeit für unser erstes Teammitglied. Und damit habe ich, über das Teammitglied habe ich schon ein bisschen diskutiert und alles. Also ja. Pokéball, genau. 5. Am Anfang ist okay. Jo. Gegen Gift, Paraheiler, Feuerheiler, zurück. Gut. Vielen Dank. Gerne noch. Würde ich sagen,
wird eigentlich gar nicht so schwer sein, es zu finden. Ich könnte zwar in den Vatanienwald gehen, da gibt es das, glaube ich, auch. Aber komm, ich möchte es jetzt so fangen. Kommt das mal? Hallo? Ich möchte ein Pokémon fangen. Jetzt kommt Radfratz. Das war doch klar. Das war doch klar, dass ein Radfratz kommt. Nein, Radfratz ist es nicht. Es könnte ein bisschen dauern, bis es kommt. Sagen wir so. Um es killen. Komm, wie viel macht Blubber? Lass mal sehen. Na, ganz okay. Volltreffer 3. Ja. Also Radfratz kommt nicht in unser Team. Zumindest nicht in Pokémon Blau. Oh, wo kommt das denn jetzt her? Gut. Ha, da haben wir es. Ein wildes Taubsi. Wir nehmen Taubsi ins Team. Mist. Tackle, komm, versuchen wir es. Bin ich zu stark? Ah, nein, so nicht. Ja, so ist eigentlich ganz okay. Dann schmeißen wir einfach mal einen Pokéball. Auf gut Glück. Blub. Ach, Mist. Ja, aber ich kann halt nicht weiter schwächen, sonst habe ich Angst, dass es sofort stirbt. Dann muss ich nochmal neu suchen. Ich habe keinen Bock zu cutten. Wenn ich cut, dann wird das ein bisschen ein Problem. Denn ich nehme mit irgendwas ganz anderem auf. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich das mit normalen, sage ich mal, Offline-Programm, einen Emulator aufnehmen soll. Ist aber nicht weiter wichtig, denn wir hoffentlich fangen es. Dankeschön. Wunderbar, Taubsi wurde gefangen. Und ja, ich benenne das jetzt nach einem Zuschauer. Für Taubsi wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Lesen wir doch erstmal vor. Kleinvogel. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Möchtest du selbst einen Spitznamen geben? Ja! Wie gesagt, ein Zuschauer. Und zwar... Trommelwirbel. Der Zuschauer weiß es zwar schon, aber... Ja, ich sag's trotzdem noch nicht. Jetzt möchte ich eigentlich lieber nachschauen, dass nichts falsch macht. Aber, der gute Patex, so heißt er, Patex, der hat es verdient, sagen wir es mal so, ein Taubsi zu sein. Der mag auch so Vogel-Pokémon alles. Ich würde mal sagen, schauen wir mal die Stats und dann level ich den, also ich tue ihn gleich mal, nach Essen Platz. Komm, Status. Ja, nicht gut. Nicht so ganz. Ja, Bordellering Level ist auch Level 3, ist klar, aber. Ne? Irgendwie kommt die Folge mir ein bisschen langweilig vor. Aber keine Angst, Leute. Wir gehen heute noch in den. Wir gehen jetzt in den Wald. Ich gehe nur eben heilen. Ich möchte nur ungern halt. Wie soll ich sagen? Lol. Was soll ich sagen? Ungern halt. Cutten und so, ne? Weil das, fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wegen der Aufnahme ist das ein bisschen schwierig. Hier ist eine ganz besondere Route, möchte ich eigentlich auch gar nicht hin. Aber hier gibt es einen Kampf, ich speichere mal eben. Denn hier gibt es einen Kampf gegen einen sehr starken Trainer. Und wenn wir den jetzt schon schaffen, das wäre Bombe. Kannst du mal versuchen. Der sollte jetzt kommen. Ja, da ist er. Gary ist es. Hey Mike, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es, wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt jetzt klug ist, weil ich glaube, man muss erstmal einen Orden haben. Gary kämpft. Ey, du warst ein Faker. Ja toll, ich bin noch nicht gelevelt. Ja, Pokémon wechseln ist klar, ne? Aber sein Bisesamen sollte noch keinen Rankenhieb oder irgendwas ähnliches haben. Ach, kein Sandwirbel. Für die Leute, die nicht wissen, was Sandwirbel macht, ist... Ja. Die Genauigkeit, ob das jetzt trifft oder nicht, das senkt. Also, ja. Zum Beispiel Tackle 100, also 100% trifft es. Dann durch Sandwirbel nur noch 80% oder so, keine Ahnung. Oder weniger. Das ist nicht cool. Aber ich habe, glaube ich, genug... Ja gut, ich habe einen Trank. Aber komm,
Das müssen wir schaffen, auch wenn das schon so richtig stark ist. Alter, wie oft geht das Loch daneben? Schon 4 Mal oder so. Jetzt kill ihn endlich. Ja, genau. Mach halt noch mehr Sandwirbel. Als ob. Muss jetzt ehrlich resetten. Ehrlich jetzt. Das ist jetzt dein Ernst? Ich bin zu schwach für Gary. Tut mir leid, dass ich... Ja, ich resette. Ist mir jetzt egal, dass ihr das sieht. Reset. So. So. Und dann gehen wir durch. Steht denn hier überhaupt? Tipps für Trainer. Fange Pokémon deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Tut mir leid, dass die Folge jetzt so ein bisschen chaotisch war, ein bisschen langweilig, so ein bisschen träge. Aber wir haben uns die ganze Stadt Vetania angeschaut. Und wir haben ein bisschen ein neues Teammitglied. Und zwar Patex. Guter Zuschauer, also, ja, ne? Ist ein Abonnent von mir. Der ist ganz nett und, ja. Was soll man dazu sagen? Ja. Ich habe mein Team schon durchgeplant, wie gesagt. Wir haben einen Kampfversuch gegen Gary. Aber es hat nicht geklappt, weil wir brauchen erstmal einen Orden, damit wir überhaupt eine Chance haben. Route 2, wir sind jetzt City zu machen. Moria City. Da ist auch eine Menge los. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir in den Wald. Oder können wir schon in den Wald gehen? Nee, da kommt noch eine Route. Gut, haut rein, Leute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Haut rein und tschüss. Pschuh.